Das ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben eine Betreiberfrage, die zu klären ist, und die müssen wir ein Stück weit, können wir nicht losgelöst von der Nutzungsfrage klären. Also Betreibung und Nutzung sind zwei unterschiedliche Dinge, die aber miteinander zu tun haben. Was ich momentan wahrnehme, ich bin überall in der Stadt unterwegs und die Stadt hat jetzt immer ein Gespräch. Was aber nicht stattgefunden hat, ist, dass man ein Format mal anbietet, wo diese unterschiedlichen Perspektiven darauf mal zusammenkommen. Es gibt viele Menschen, die gute Ideen haben, die sowohl im Thema Betreiben als auch im Thema Nutzen Ideen haben, die auch durchgerechnet haben, also betriebswirtschaftliche Größen zugrunde gelegt haben. Und diese Unzufriedenheit, auch diese Verärgerung und auch diese Angst, da ich jetzt nicht mitreden zu können und dass dort Entscheidungen getroffen werden, die als Schnellschüsse passieren, die ist zu spüren. Ich habe am Samstag, weil Herr Wippe sagt, wir müssen die Wirtschaft fragen, die Menschen fragen, am Samstag wird es ein Format geben. Vielleicht wollen Sie ja kommen, Herr Wippe, zum Thema Stadthalle. Da haben wir verschiedene, das ist öffentlich, ne? Da haben wir verschiedene Perspektiven, die da sind, und da kann man sich auch miteinander austauschen. Vielleicht haben Sie ja Lust, mit einzubringen. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn man sagt, man betreibt die Stadthalle als in Form einer städtischen Beteiligung, weil solche Stadthallen werden auf die Dauer, sie werden erstmal defizitär laufen. Und wenn man das weiß, kann man gucken, wie passt man die ein, die Gesamtstruktur der Beteiligung, die es in der Stadt gibt. Das ist sogar ein sehr kluger Schachzug, wie man sieht, wenn Kommunen zum Beispiel dauerdefizitär laufende kommunale Wohnungsunternehmen haben. Diese Kommunen kann man sich mal angucken, was die gemacht haben, um eben sozusagen das weiterhin abzusichern und da vielleicht für den Haushalt tatsächlich dafür zu sorgen, dass es sogar Vorteile bringen kann. Und das Thema der Einnahmensituation, das ist auch ein entscheidendes. Wir haben, wenn wir Zusagen haben vom Bund, dass Geld kommt, und vom Land, übrigens im Landeshaushalt ist es bisher nicht abgebildet. Ich habe das jetzt mal nachgefragt bei der Staatsregierung, wo das vielleicht herkommen soll. Ich habe schon Vorstellung, wie das dann kommt, aber Fakt ist auf jeden Fall, es gibt eine Jugendstilhalle, die wirklich ein Juwel ist in der Architektur, die es hier gibt. Und da erwarte ich nicht nur die Zusage, dass man Geld für die Investition an Bau gibt, sondern dass man sich dazu bekennt, landesseitig, dass man eben diesen Schatz hier hat und dann sozusagen auch zukünftig mit in die Verantwortung geht, was die Finanzierung angeht. Denn es hat ja nicht nur die Stadt Görlitz was davon, sondern eigentlich der gesamte Freistaat. Das muss man sehen. Es gibt vom Bund eine weitere interessante Zusage, wo man gucken muss, ob man damit arbeiten kann. Es sind im Bundeshaushalt für die nächsten Jahre 5 Millionen Euro jährlich eingestellt für ein sogenanntes Lausitz-Festival. Das ist ein Arbeitstitel, das muss man gucken, ob man dieses Geld eventuell zu Teilen auch mit verwenden kann, um in Görlitz einen Standort zu haben mit der Stadthalle, wo das durchgeführt werden kann. Also das heißt, wir müssen hier differenziert gucken, und ich warne hier wirklich vor Schnellschüssen. Ich würde mit den Menschen reden, ich würde ganz genau gucken, welche Sachen sind tatsächlich machbar, wie fassen wir das an, und dass wir eine Akzeptanz haben dann auch im Endergebnis. Weil es gibt viele Menschen, die länger in der Stadthalle, da darf man nicht wegwischen. Es gibt aber viele junge Menschen, wie der junge Mann, der die Frage gestellt hat, zurechtgestellt hat, die auch in Zukunft sozusagen die Nutzerinnen und Nutzer der Stadthalle sein sollen. Herr Busso, Sie waren schon dran, deswegen die Bitte, sich ganz kurz zu fassen. Sie haben noch eine kurze Nachbemerkung angemeldet. Wir tun so, als wäre das Thema Stadthalle ganz neu und wir hätten bis jetzt nichts gemacht. Die Stadthalle hält seit 15 Jahren zu, und seitdem es zu ist, reden wir über Lösungen. Und wir haben lange, lange darüber geredet, das müssen wir jetzt machen. Ja. Der erste Rang kommt nochmal ins Rennen, eine weitere Frage. Ich lebe seit rund zwei Jahren hier in Görlitz und möchte mal sagen, ich fühle mich hier unheimlich wohl. Dafür erstmal vielen Dank an alle, die da begeistert leisten. Aber wir wollen ja Fragen stellen und nicht nur Statements. Und die Frage basiert eigentlich auf der Tatsache, dass ich mir natürlich sehr große Sorgen um die Zukunft von Görlitz mache, denn einerseits entwickelt sich ja die Alterspyramide sehr, sehr schlecht. Das heißt, jeden Monat sterben mehr Menschen, als hier zuziehen, und wir können das gerade mal so kompensieren durch den Zuzug aus Polen. Meine Frage geht aber dahin, wie wollen wir eigentlich die Zukunft von Görlitz gestalten? Was wollen wir tun, damit wir attraktiv sind, oder wie der Berliner Bürgermeister mal gesagt hat, sexy sind für junge Leute, für die nachfolgende Generation? Und was ich persönlich da ganz konkret vermisse, ist im Grunde genommen
dass wir die grenznahe Situation mehr thematisieren und die jungen Leute hier reinholen. Wir haben also die Hochschule hier, da kommen Leute nach Görlitz zum Studieren. Ich möchte mal gerne wissen, wie viele davon eigentlich hier bleiben. Und dann die Attraktivität in der Dreiländerregion. Also ich selbst habe mal versucht, mich zum Tschechischkurs an der Volkshochschule anzumelden. Der wurde jetzt schon 3 Jahre hintereinander abgesagt, weil es zu wenige Anmeldungen gibt. Also meines Erachtens wird für diese Dreiländerregion und die Attraktivität als regionale Dreiländermetropole eigentlich gar nichts getan. Da würde mich interessieren, was wollen die Kandidaten konkret tun, damit man, wenn man Mittwoch sich informieren will, was man am Wochenende tut, damit man Angebote hat, was kann ich in Skorzelitz und Umgebung machen, was kann ich in Tschechien machen, im Isargebirge und das möglichst auch deutschsprachig. Wir brauchen also nicht nur Schilder auf Polnisch hier, sondern wir brauchen auch deutsche Angebote in der Umgebung. Entschuldigung, zu mir. Teile dessen, was Sie sich jetzt gewünscht haben, die Kandidaten meiner Erinnerung nach heute schon vorgebracht, deswegen muss ich gerne kurz fassen. Ich habe 2 große Themen mitgenommen. Das eine war die Frage, wie die Stadt noch attraktiver werden kann für nachfolgende Generationen. Und die zweite war nochmal die Frage, wie man das europäische Dasein, Mehrländer-Dasein noch besser betonen kann oder bedienen kann. Oder nutzen kann. Herr Rosenberg, bitte. Ich war neu entscheidend, Herrn Gronitsch, Bürgermeister von Koschanitz. Wir haben ein sehr gutes Gespräch mit vorher gehabt. Er unterstützt alle meine Vorhaben, die ich heute Abend auch beschrieben habe, teilweise. Das sind Dinge, die mit der polnischen Seite umgesetzt werden können, übrigens auch Thema Stadthalle. Ich möchte eine trilaterale Konferenz hier installieren, Deutschland, Polen und Tschechien. Auch darüber haben wir gesprochen. Jedes Jahr, einmal in Görlitz, einmal in Koschanitz und einmal in Liberec, im Wechsel. Auch das wäre ein Projekt und ich habe am Anfang gesagt, gute Jobs für junge Leute, wahnsinnig wichtig und gute Verkehrsanbindungen an Dresden und Berlin, dann kommt die Leute zu uns. Ich hatte das vorhin schon mal angesprochen, dass es sehr wichtig ist, dass wir gucken, dass wir eine gute Infrastruktur eben für die Kinder einfach haben, sowohl was die Kitas angeht, aber auch was die Schulen angeht. Und da haben wir in Görlitz tatsächlich Herausforderungen, was die Sanierung angeht, was Neubau angeht, was Ersatzbauten angeht. Das ist der eine große Punkt, wo ich denke, da müssen wir ganz genau hingucken. Das liegt mir besonders am Herzen, denn wenn wir über Familien und Zuzug sprechen, dann gucken die sich immer an, wie sind denn die Rahmenbedingungen vor Ort. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Bildungsinfrastruktur. Das auch gerne in dem Punkt, den auch Fabian Rosso angesprochen hat, zu gucken, dass wir es deutsch-polnisch machen, dass es attraktiv wird, dass wir eben diese Potenziale auch nutzen, die diese Europastadt tatsächlich hat. Also Bildungsinfrastruktur ist der eine Bereich. Der zweite ist, dass wir uns sehr genau angucken, wie wir die Initiativen und Vereine stärken, die dafür sorgen, dass es ein sehr attraktives Freizeitleben hier gibt. Also das sind sowohl die Sportvereine, aber es sind ganz unterschiedliche auch Szenen im Kulturbereich, im Musikbereich. Da können wir als Görlitz sehr, sehr stark punkten. Also wir sind eine Kulturstadt, wir sind eine Stadt, die damit punkten kann. Und das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall angehen müssen. Und die Ansprache, wie transportieren wir denn eigentlich, was los ist, das ist eine Sache, wo man auch mit den Vereinen, die diese Dinge anbieten, sprechen muss und ganz konkret fragen kann, wo braucht ihr Hilfe, wo braucht ihr Unterstützung? Und da muss es eine ermöglichende Kultur auch in der Stadtverwaltung natürlich geben, die dort Hilfestellung leistet. Also das wäre ein Punkt, wenn Sie ganz konkret danach fragen, was kann man im Angebotsbereich tun, wie kann man das bekannt machen, den ich dort vorschlagen würde, wo wir auch als Stadtverwaltung dann tatsächlich eine Hilfestellung leisten können. Bildungsinfrastruktur und Freizeit, damit es ein attraktives Gesamtpaket bleibt und wird, damit Leute eben sagen, ich will hierher kommen, ich will hier bleiben, ich kann mir vorstellen, hier eine Zukunft zu gestalten. Vielen Dank. Herr Wippe? Ja, die Frage war, wie kann ich meine Freizeit gestalten, unter anderem auch in Polen und Tschechien. Das, die Dinge zusammenzuführen, gemeinsam das zu vermarkten, natürlich auch touristenmäßig, ja, weil was wollen Touristen? Die wollen ja auch eher einen Abend irgendwo verbringen, die wollen ja auch wissen, was in der Stadt los ist. Insofern schlage ich bei einer vernünftigen Bündelung der Möglichkeiten, die es abends gibt, natürlich 2 Fliegen mit einer Klappe. Ne? Denn Sie können ja genauso auf die Seiten der Stadt gehen, können sich das dann auch ansehen, ne? Oder von irgendwelchen anderen Unternehmern, die
die Netz verwalten. Also die Möglichkeit gibt es, das sollte man noch ausbauen. Ist die Frage, wie wird von der polnischen und von der tschechischen Seite zugearbeitet? Muss man miteinander kommunizieren? Und das ist auch richtig, wir leben hier im Dreiländereck, da führt kein Weg dran vorbei. Ansonsten stimmt jeder für sich alleine, die polnische Seite und wir, das können wir nicht brauchen. So, also wir müssen miteinander arbeiten. Ja, unsere Kinder, wie bleiben die hier? Natürlich, Investitionen in die Hardware, das ist völlig klar, das ist auch unsere Aufgabe, die wir als Kommune natürlich haben. Die Schulen müssen in Schuss sein. Ja, ich sagte mit Schülern, die ich letztens gesehen habe, naja, die Toilettentüren bei denen in der Schule, die sind noch aus der Zeit, als ich aus dieser Schule rausgegangen bin. Damals sind die neu eingebaut worden, seitdem hätte sich viel getan. Also da müssen wir natürlich auch noch ran, wir müssen den Bestand erhalten, wir müssen auf der anderen Seite auch eine neue Schule bauen, weil die Nachfrage nicht mehr greifend da ist. So, wir brauchen für die Familien wirklich ein gutes Umfeld, ne, was sie machen können. Das heißt auch, warum unterscheide ich denn eigentlich zwischen Kindern, die im Kindergarten mit in privater Trägerschaft sind und die in städtischer Trägerschaft sind? Warum müssen denn die Kinder zum Beispiel, die im Kindergarten mit privater Trägerschaft sind, in den städtischen Einrichtungen Eintritt bezahlen? Warum denn? Es gibt gar keinen Grund für diese Diskriminierung. Also ich denke, das ist Geld, das können wir auch in die Hand nehmen. Das sind zwar nur kleine Beträge, symbolische Sachen, aber dann bringt man den Kindern auch Kultur bei. Ja, auch das sind natürlich solche Dinge. Ich brauche in der Fläche natürlich auch Plätze, wo die Kinder sich, wo die jungen Leute sich auch ausbreiten können, die sie auch für sich selber gestalten können. Aber da halte ich es für falsch, diesen Ansatz zu wählen, hier einen Abschlag zu machen, wo man dann 200.000 Euro pro Jahr verbleibt. Und auf der anderen Seite habe ich in den verschiedenen Stadtteilen keine Jugendclubs mehr. Da ist vielleicht noch mehr Generationen daraus übrig. Das ist auch eine schöne Sache. Aber ich muss halt auch in der Fläche sein. Ich muss auch in den Stadtteilen, also in den Ortsteilen sein. Ne? Auch wirklich drauf. Es geht ja nie immer nur ums Kerngebiet der Stadt. Also da ist noch viel zu tun. Junge Leute müssen den Platz haben, sich selber ausbreiten zu können. Vielleicht kann die Kommune auch unterstützen, indem sie zum Beispiel günstig Gebäude zur Verfügung stellen oder Studentenclubs und so weiter halten können. Dann können die Leute sich selber organisieren. Die studieren ja auch, die wollen ja auch was machen. Die wollen ja später auch ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten. Da können sie auch selber ihre Feste organisieren. Und ich denke, das kriegen sie hin, das könnte die Jugend machen. Vielen Dank, Frau Liebing. Teile der Fragen schon beantwortet. Das müssen Sie nicht wiederholen, aber wir haben natürlich auch noch die Chance, darauf zu antworten. Genau. Engagement in Görlitz ist für mich ein ganz großes Thema, weil ich selber seit Jahren sehr engagiert bin, in ganz vielen Vereinen aktiv bin, selber Kultur mitgestalte und ich denke, es gibt einfach ein wahnsinnig breites Angebot und da würde ich das jetzt ein ganz kleines bisschen verneinen, dass es da jetzt ein Angebot gibt. Ich habe ja die Kinderstadt jetzt als Beispiel in meinem Eingangszelt mit, aber ich denke, ja, es braucht vielleicht eine Plattform in Form von einer Website oder eben Digitalisierung zu nutzen und zu sagen, können wir eine App gestalten. Das gab es zum Beispiel zur Landesausstellung, da gab es eine App, da gab es jeden Tag Informationen, da hatten wir wirklich auch eins zu eins, also Menschen, die auf der Straße an einem Stand standen und Touristen gesagt haben, wo kann man dort hingehen, was ist heute los. Ich denke, das ist eine Idee, die können wir nochmal aufgreifen. Das waren die sogenannten Via Scouts, das ist wirklich gut angekommen. Die hatten auch zum Beispiel am See entstanden. Also das kann im Tourismusbereich durchaus wirksam sein, auch die 1-zu-1-Kommunikation, weil ich auch weiß, dass es die schon gibt. Also es gibt einen Englisch-Sprachstammtisch, es gibt einen Polnisch-Sprachstammtisch, vielleicht gibt es den auch in Tschechisch. Ich bin begeistert, wie Zitau sich jetzt auf den Weg macht, Europas Kulturhauptstadt zu werden. Ich denke, da sind wir auch mit gutem Beispiel vorangegangen damals mit der Bewerbung. Und man hat diesen Freundeskreis gegründet für die Kulturhauptstadt-Bewerbung. Also ich denke, wie der Herr gesagt hat, da müssen wir alle auch dran mitgestalten und da möchte ich eben auch Leute unterstützen, die da sehr engagiert sind in dem Bereich, diese Angebote auch bekannter zu machen. Da denke ich wirklich, das ist ein großer Punkt, auf den man eingehen kann in Görlitz, aber es gibt eben auch schon ganz viele, die in dem Bereich was machen. Und das eben nochmal zu verknüpfen, die das freiwillig engagiert machen, mit denen, die dafür vielleicht auch bezahlt werden, also eben das in die Tourismuskonzeption oder Wirtschaftskonzeption einzubauen. Das denke ich, ist ein guter Einsatz. Vielen Dank, Herr Lübeck. Frau Kurz, wir gehen jetzt in die Overtime. Wir sind jetzt bei 90 Minuten. Es soll hier niemand abgewürgt werden, aber dann hört auch ein bisschen Unruhe mit der Zeit an. Es geht eben schon los. Ich wusste, dass die Gewerkschaften Theater streng ist, aber das ist so streng.
Ich würde vorschlagen, wir sammeln jetzt ein paar Fragen, damit niemand komplett beschafft wird, und an alle, an Sie, wie auch an die Diskutanten, die Bitte, uns noch kürzer zu fassen, als wir es bisher getan haben. Der Herr Petitz, bitte. Ich hätte eine Frage direkt an Herrn Rippel. Herr Rippel, wir sind sicherlich einer Meinung, dass es die vorrangige Aufgabe eines Oberbürgermeisters sein wird, eine Stadtgesellschaft oder in einer Stadtgesellschaft miteinander den Frieden und die Harmonie zu fördern. Nun habe ich Sie erlebt, dazu ein Beispiel, wie Sie auf dem im Sommer stattfindenden Zuckerfest höchstpersönlich mit einigen Freunden der Partei zum Zuckerfest gegangen sind und dort an spielende syrische Kinder und muslimische Erwachsene, die dort ihr Fest gefeiert haben, Postkarten verteilt haben, in denen sie aufgefordert haben, dass die Syrer nach Hause gehen sollen, weil sie in ihrem eigenen Land gebraucht werden. Die Karten waren auf Arabisch. Dieses Fest wurde mitorganisiert von verschiedenen christlichen Gemeinden und Vereinen hier in Görlitz und ehrenamtlich Engagierten. Halten Sie so etwas oder würden Sie eine solche Aktion, indem Sie eine Gruppe von Menschen, die hier leben, würden Sie eine solche Aktion auch zukünftig als Oberbürgermeister machen? Vielen Dank. Das war die Frage. Wir beginnen nach Ihrer Frage mit dem Sammeln, weil es eine persönliche an Sie war. Ich finde, da sollten Sie gleich darauf antworten. Ja, also ich brauche ich gerne richtig. Also auf den Postkarten stand tatsächlich, Syrien ist schön, oder Heimat braucht euch. Im Übrigen sind die Karten erstellt worden von Syrern und Irakern. Persönliche Freunde von mir. Ja. Also wir sind der Meinung durchaus, wir brauchen die Leute im Land, weil die fehlen uns nämlich als Arbeitskräfte. Und ich stehe ganz klar auch zum Standpunkt, wenn der Krieg vorbei ist und das Land ist weitgehend befriedet, das sagen mir auch diejenigen, die noch leben, zum Beispiel in der Akia, in verschiedenen Provinzen, da muss man auch zurückgehen. Wir haben hier ein Schutzrecht gewährt. Das heißt auch nicht, dass die Leute überzeugen, sich selbst überlassen müssen. Man kann ihnen nicht unterstützen. Ich denke, das ist dann auch eine Aufgabe des deutschen Staates. Um ganz klar die Frage zu beantworten, nein, für den Oberbürgermeister geziemt sich das nicht. Und wenn ich Oberbürgermeister wäre, würde ich das auch nicht tun, weil auch das natürlich nicht meine Aufgabe ist. Aber Sie haben quasi nach der Tätigkeit gefragt aus der Partei raus. Und das war mir auch ein Herzensanliegen, den Menschen das dazu überbringen. Vielen Dank. Jetzt beginnen wir mit dem Sammeln. Und nochmal die Bitte, ich will nicht böse sein, aber das alle machen, das viel kurz machen. Ich bin 75 Jahre alt, also diese Generation, die sich hier überwiegend in Görlitz aufhält. Und ich bin auch sehr gerne hier. Ich muss sagen, ich habe noch nie eine Stadt erlebt, wo man wirklich jeden Tag irgendwas anderes machen könnte, wenn man will. Und wer hier in Görlitz Langeweile hat, der ist es selbst schuld und guckt sich. Was nicht so schön ist. Also wie gesagt, ich bin 75, ich laufe an Steppen und die Herausforderung in der Altstadt mit dem Kopfsteinpflaster ist schon sehr groß. Aber wenn ich nicht mehr kann, ja, dann kann ich mich nur irgendein in einem Restaurant setzen. Es gibt keine Möglichkeit, dass man sich einfach mal so hinsetzen kann. Und ich denke, da sollte vielleicht die Kandidaten darüber nachdenken, dass die Stadtentwicklung auch dahin geht, dass es Ruheplätze gibt für vor allem auch für unsere Touristen, ne, die uns ja doch sehr viel Geld bringen. Ne? Die Frage ist aufgenommen, wird nicht vergessen. Eine Frage gibt es noch aus der ersten Rang. Was wollen Sie ganz konkret tun zur Stärkung der Jugendarbeit in der Stadt? Ganz konkret auch für sozial schwächere Jugendliche. Also wie wollen Sie die von der Straße holen? Und Punkt 2. Haben Sie Ideen, um abgewanderte junge Görlitzer gezielt in die Stadt zurückzuholen? Vielen Dank. Und noch eine Frage aus dem zweiten Rang.
Ich habe das Mikrofon zufällig gekriegt und habe eine Frage an den CDU-Mann. Die gesellschaftlichen Probleme, ich denke nicht, dass die zu lösen sind mit Überwachung und Verboten, weil das hört sich an, also Ihr Programm hört sich für mich persönlich so an wie das Buch 1984 von George Orwell. Und da bin ich natürlich dagegen. Und ich denke, es ist wichtiger, Arbeitsplätze zu schaffen, bevor man mit Kultur anfängt. Und das ist auch eine Ansage an die Frau Schubert. Dass die Grünen den Geld umgehen können, das wissen wir ja. Vielen Dank. Das war eine persönliche Frage und ein persönlicher Angriff. Herr Busch, wir beginnen jetzt mal mit der letzten Frage. 1984, George Orwell, Sie wollen alle überwachen, was sagen Sie dazu? Ja, das ist einfach nicht stimmt. Das lassen Sie bitte auch antworten. Es ist so, ich habe ja Gespräche gehabt auch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten. Unsere Datenschutzbestimmungen sind extrem streng. Die Daten dürfen auch nicht aufgehoben werden, maximal 72 Stunden, wenn überhaupt, teilweise nur 48 Stunden. Es geht um Aufklärung für die Polizei und Prävention, das habe ich gesagt, selbstverständlich wird nicht jeder überwacht. Und wir müssen das gezielt einsetzen, auf bestimmten Plätzen oder Straßen, wird nicht jeder überwacht, selbstverständlich.